Hallo, heute wollen wir uns mal wieder mit dem Löwenautomaten auseinandersetzen. Erstmal alles ausbauen, was da nicht mehr reingehört. Das heißt, wir werden den Bildschirm ersetzen, dazu sage ich gleich mehr. Wir werden natürlich die Platine durch einen Computer ersetzen, auf dem wir dann mehrere Arcade-Spiele und noch andere Sachen emulieren können. Und ja, der kommt also auch raus und damit auch große Teile des Kabelbaums. Auf der anderen Seite die ganzen Steuerelemente sind schon ausgebaut. Da kommt dann ein neues Panel drauf. Das habe ich im Lasercutter gemacht. Und da kommen dann wiederum die ganzen Elemente rein, die wir im letzten Video uns angeschaut haben. Das heißt die RGB-Buttons, die RGB-Joysticks und der RGB-Trackball. Und dann kommt natürlich hier noch die ganze Münzanlage raus. Da unten ist ein Haufen von Netzteilen, die kommen auch raus. Und die Münzprüfer können Eno D-Mark kommen auch raus. Was drin bleibt, sind zwei Lautsprecher. Die lassen wir so. Müssen wir mal gucken, dass wir dann einen passenden Verstärker finden, um die dann an den Computer anzuschließen. Und was auch drin bleibt, ist oben dieses Münz-Ding. Dieses Freeplay-Ding. Hatte ich auch in einem alten Video schon was zu gesagt. Das lassen wir drin und schauen mal, wie wir das dann eben an den Computer anbinden können, sodass wir da eben auch Animationen abspielen können mit den 10 LEDs. Also jetzt erstmal alles rausbauen, was wir nicht mehr brauchen. Das Gerät war jetzt einen Monat lang stromlos. Das heißt, die Chance, dass da noch auf irgendwelchen von den Kondensatoren zu hohe Spannungen sitzen, ist quasi bei Null. Das heißt, ich werde da jetzt alles anfassen können. Und dann eben ein bisschen Feinmechanik, die Stahlplatte da überall aufbohren, neue Löcher reinmachen, wo dann welche gebraucht werden für das neue Controller-Layout. Und dann reden wir über den neuen Monitor. Hier ist das Board nochmal in einer Großansicht. Und wie wir im ersten Video schon festgestellt haben, es steht weder auf der Vor- noch auf der Rückseite irgendeine Art von Hersteller oder auch sonst irgendwas. Das ist also ganz interessant. Die EEPROMs, da steht Mitsubishi Electric drauf. Aber sonst, ja, außer den Markings auf den Chips direkt, gibt es keinerlei Infos, wer hier der Hersteller sein könnte. Und auch dieses Daughterboard geht nicht einfach ab. Darunter sind halt auch nochmal EEPROMs. Ja, alles unklar. Vielleicht finde ich dazu nochmal was raus. Hier ist dieses Münzwerk. Es ist unglaublich staubig. Hier steht als Hersteller NSM drauf. Eine Modellnummer oder so haben wir aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob das hier ein Preis ist, 343 Mark. Keine Ahnung. Hier steht eine Nummer auf der Platine, mit der man vielleicht was rausfinden kann. Denn dieses Board hat immerhin 24 Dipschalter. Da gibt es also auch einiges zu konfigurieren. Und ansonsten ist hier ein EEPROM. Vielleicht auch mal interessant zu schauen, was da für Software drauf ist. Hier das Netzteil,
auch mit NSM-Aufdruck, drei Sicherungen. Hier unten etliche Linearregler wahrscheinlich. Hier ist ein Poti, da kann man noch was einstellen. Und hier sind eben auch verschiedene Spannungen aufgedruckt. Also auf der Primärseite haben wir zur Auswahl entweder 115 oder 220 oder 240 Volt. Und daraus werden dann 9 und 17 und 10 Volt augenscheinlich hier in diesem... in dieser Netzteilspule, und die werden dann hier unten eben noch in andere Spannungen augenscheinlich umgesetzt. Hier sind 1, 2, 3 rote LEDs, auch noch eine Sicherung, 4 Sicherungen insgesamt. Und 4 LEDs, die wahrscheinlich den Status anzeigen. Auch hier müsste man mal schauen, ob man da ein Datenblatt zu findet. Das hier ist möglicherweise, das fühlt sich fast so an, als wäre das irgendwie eine Asbestplatte oder so, als Brandschutz für das andere Netzteil, was da noch drin ist. Die wird mal besser gründlich entsorgt. Ich sehe übrigens gerade zum ersten Mal, dass hier tatsächlich ein Schalter ist. Ich dachte immer, man müsste das Gerät ausstecken, um es auszuschalten. Hier in dem Kabel hängt der Drehgeber dran. Hier dieses gelbe Kabel, das geht hier hoch, scheinbar zu dieser Freeplay-Animation. Man muss jetzt natürlich wissen, was das hier für eine Belegung ist. Es steht nur Video. Klein-Service-Systeme, Systeme Löwen, Reihenautomaten. Das hat 22 Pins. Ist wahrscheinlich kein Standard irgendwie. Man sieht auch, dass hier manche von den Sachen... hier die Leitungen von dem Drehgeber, die sind hier direkt drauf gelötet auf den Connector, weil das scheinbar in dem Kabelbaum nicht vorgesehen war. Das war ja vorher ein Spiel, was nur Buttons hatte und kein Spinner. Aber hier unten die ganze Elektrik ist leider weiterhin fies. Das ist ein Lüfter. Ein Koaxiallüfter, und hier ist so viel Staub drin, ich weiß gar nicht, ob man das ordentlich sieht, dass unklar ist, wie der überhaupt noch lüften soll. 220 Volt. Stromverbrauch steht nicht drauf. Aber so ein schweres Ding, das wird wahrscheinlich nicht wenig Strom schon selber verbrauchen. Und der hängt hier am Trenntrafo dran. Dann müssen wir den davon wohl mal trennen. Soweit hier zu diesem Lüfter. Hier ist er nochmal in seiner ganzen Schönheit. So viel Dreck. Und es ist alles ein reiner Knoten. So. Hier kommt der Strom rein. Hier ist die Zuleitung. Und die läuft dann hier erstmal über diesen sehr massiven Netzfilter, Funkentstörfilter, West Germany. Das sieht doch ein bisschen solider aus als die Rieferteile aus dem Commodore-Monitor. So. Und hier dann nochmal über zwei Sicherungen hier in diesem Sicherungshalter. Und die Hälfte von den Kabeln, die in dem Automaten verlegt sind, sind einfach Erdungskabel. Also es wird so unglaublich viel geerdet in diesem Gerät. Jedes Metallteil ist bestimmt mindestens einmal geerdet. Das ist also gute deutsche Elektrotechnik. Aber so langsam kommen wir
den ganzen Kabelverhau hier unten ein bisschen auf die Schliche. Hier sind die Leitungen, die zu dem Schalter runtergehen. Da schließen wir dann auch einfach wieder die Hauptstromversorgung dran an, um einfach diesen Schalter weiter benutzen zu können. So, und jetzt kommt der Trenntrafo. Da hängt noch, da hängt noch hier wahrscheinlich die Stromversorgung für die Neonröhre oben im Marquis. Hängt da direkt mit dran. Ungewöhnlicherweise auf der falschen Seite. Aber wenn man so viele Kabel verlegt, ist ja nicht immer noch was frei. Jetzt versuchen wir mal hier diesen Trenntrafo rauszukriegen. Mit seinen vier Schrauben. Und hier ist er. Auch mit NSM-Teilenummern und 115, 220 und 240 Volt, die dann alle zu 220 gemacht werden. Dieses kleine Kabel hier geht direkt in die Münzbox. Vielleicht ist das so eine Art Überlaufanzeiger. Da müssen wir nochmal gucken gleich. Ansonsten ist hier bis auf den Schalter die ganze Stromversorgung jetzt ausgebaut. Das heißt, hier unten ist jetzt alles schön leer. Und man könnte jetzt hier auch mal ein bisschen staubsaugen. Natürlich die Herdkabel, die musste ich teilweise durchschneiden. Die müssen wir natürlich dann wieder herstellen, damit das auch der VDE gefällt. Und damit kommen wir jetzt hier zum Monster Oschi, dem Monitor. Der ist natürlich in erster Linie erstmal geerdet. Hängt hier an diesem Erdungsband. Und ansonsten ist er hier an zwei solchen Schrauben durch diese Holzlappen hier befestigt. So, dann muss natürlich hier das Neckboard einmal ab. So. Und natürlich hier auch der Anodenanschluss. Und kriegen wir jetzt schon raus? Ja, sieht so aus. Hier ist noch irgendwas verkabelt. So. Und hier ist auch noch irgendwas verkabelt. Ah, hiermit. Das ist nicht gut, dass das klemmt. So, okay. Damit müsste jetzt alles lose sein. Na, da vorne hängt noch ein Erdkabel. Natürlich hängt da noch ein Erdkabel. Und hier hängt die Kette für die volle Klappe. Und hier ist er, der Monitor. In seiner ganzen Pracht. Jetzt ist natürlich
natürlich die Frage, wie wir hier das Chassis rausbekommen. Ach, das steckt da nur. Dann müsste man das ja eigentlich rausheben können. Oder nicht? Oder was? Doch. Okay. Das ist hier auf jeden Fall noch angeschlossen an die Videoleitungen von dem aus dem Kabelbaum. Ground, rot, grün, blau, und die Synchronisation. Alles beschriftet, sehr schön. Jetzt noch. Die Schraube scheint einfach ein bisschen fest zu sein da unten. Ja, da ist etwas verkantet mit dem Münzprüfer. Vielleicht müssen wir erst die Münzprüfer rausmachen. Auf der Seite hier geht's gut. Aber hier hängt er da drauf. Aber das macht nichts. Ich kann ja auch einfach die Schrauben hier unten losmachen und das Ganze nach vorne ziehen. Natürlich ist hier viel geerdet, das muss man noch abmachen. Da auch. Noch mehr Erdung. Und hier ist das Chassis mit den Videoanschlüssen hier. Dem Neckboard. Ja, und den ganzen Einstellreglern. Oh Gott, das ist so unglaublich dreckig. Aber so sieht es doch auf jeden Fall schon mal übersichtlicher aus. Als nächstes kommt die Münzprüfer dran. So, jetzt die Münzprüfer, die lassen sich hier einfach rausklicken und rausheben. Das ist am allereinfachsten und das hier sind die Kabel, die entsprechend dann zu dem Münzwerk runtergingen. Das ist ein ganz einfaches mechanisches System. Möglicherweise könnte man das sogar auf Euro umstellen, wenn man hier die Schrauben richtig einstellt. Das ist Hersteller ist hier andersrum. Ist hier NSM Coinco. Bestellnummer 190-160. Under license from Coin Acceptors Incorporated USA. Jo. Muss man auch mal gucken, ob es da im Internet vielleicht irgendeine Anleitung gibt, wie man das hier entsprechend auch auf andere Münzsorten umstellen kann. Hier steht noch eine Bestellnummer drauf. 150-637.
Und der andere das gleiche. Der hat jetzt hier zwei Kabel, weil der für zwei Münzsorten ist. Nämlich für 2 Mark und 5 Mark. Deswegen hat er auch eine geringfügig andere Bestellnummer. 190, 549. Aber von der Idee her sieht das eigentlich genauso aus. Hier oben hat es halt zwei so Mechaniken. Noch den Kabelbaum ausbauen und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Das hier ist jedenfalls das Kabel, was zu dem Freispiel-Animationsding sie hochgeht. Das hier war, wie gesagt, die Spannungsversorgung für die Neonröhre da oben drin. Und hier geht dann noch was aus dem Hauptkabelbaum hoch. Ich gehe mal davon aus, dass das die restlichen Lichtlein sind, damit man die auch, damit deren Blinken auch die. Das geht augenscheinlich hier auch zu dem Münzwerk, also wahrscheinlich wurden die auch von dem Münzwerk direkt gesteuert und sind nur mit an den Kabelbaum dran gebunden, um es mir schwieriger zu machen. Hier der Lautsprecher, also die Lautstärkeregelung für 2 verschiedene Kanäle, Spielgeräusche und Münzgeräusche, hängt hier auch mit am Kabelbaum. Das muss man frei löten. Gut, dann kommen wir jetzt auf die andere Seite von dem Automaten zum Bedienfeld. Und jetzt habe ich hier auf dem Panel, auf dem eigentlichen, unser neues Panel aus Plexiglas, momentan noch transparent, aufgesetzt und mit den Originalschrauben in den Originalschraubenlöchern fixiert. Und jetzt zeichne ich mit der Spitze von so einer Fräse, so eine spitzer Fräskopf, zeichne ich einfach an, wo wir jetzt überall Löcher brauchen. Das sind teilweise also hier welche, wo das Loch schon größtenteils da ist und nur ein kleines bisschen noch vergrößert werden muss. Und das ist aber manchmal auch was, wo das komplette Loch ausgeschnitten werden muss. So wie hier. Und das muss jetzt auch nicht super genau sein, denn wir machen die Löcher eh ein kleines bisschen größer als das, was wir jetzt hier anzeichnen, damit es auf jeden Fall passt. Auch wenn wir vielleicht mit dem Plexiglas noch ein bisschen rutschen müssen. So, und damit ist jetzt hier alles vormarkiert. Wir können die Markierungen sehen, sodass wir die auch gleich entsprechend ausschneiden können. Und die Plexiglas-Auflage, die lackieren wir jetzt schwarz. Mit ganz normalem Sprühlack. Einfach damit man nicht mehr den ganzen Quatsch, der dahinter sich sonst noch so abspielt, sehen kann. Und damit das hier schön zum Rest vom Gehäuse passt.
Und jetzt ist hier das Plexiglas fertig. Und jetzt geht es nur noch darum, überall da, wo Löcher hin müssen und wo wir vorher noch Löcher angezeichnet haben, welche zu machen. Und das ist nicht ganz trivial, denn aufgrund der, ich sag mal, vandalismusgefährdeten Umgebung, in der so ein Gerät normalerweise lebt, ist das doch eher stabil gebaut. Also hier das Ding ist bestimmt 3 mm dicker Stahl. Und für die kleineren Löcher probiere ich das hier mit so einer mit so einem Stufenbohrer. Das heißt, ich gehe hier zum Beispiel so ein kleines Loch hin, soll hier zum Beispiel für die Schrauben von dem Trackball, setze den an, halte es möglichst gerade und fange dann an zu bohren mit einer geringen Geschwindigkeit und versuche dabei so wenig wie möglich abzurutschen. Und schön auch belasten. Das war jetzt schon die erste Stufe. Jetzt schon ein Loch und hier sind die ganzen Stahlspäne. Und das machen wir jetzt nochmal, noch eine Stufe und durch, sodass wir dann hier hinterher diese Schlüsselschrauben gut durchschrauben können. So, mal aufpassen, dass der Bohrkopf nicht heiß wird. Denn wenn der heiß wird, dann verformt er sich. Lieber zwischendurch immer mal wieder eine Pause machen. Für die großen Löcher, also wie zum Beispiel hier unser Riesenloch für den Trackball oder auch diese großen Löcher für die Buttons, da ist natürlich da wird es mit dem Stufenbohrer zu lange dauern oder wir könnten damit gar nicht richtig ansetzen, weil in der Mitte von unserem zukünftigen Loch einfach schon nichts mehr ist, wo man ansetzen könnte. Dafür nehmen wir die Flex. Hier mit einer Trennscheibe von gerade mal 0,6 mm. Die geht besonders gut in solche harten Stahlschichten rein und damit können wir dann ja, die anderen Löcher einfach aussägen. Probieren wir das mal. So, es gibt ein bisschen Funkenflug, wie man gesehen hat. Und es riecht auch ein bisschen nach verbrannten Haaren. Das heißt, ich sollte hier vielleicht mal einen Hut tragen oder so. Aber an und für sich sieht man schon, man kommt in diesen dicken Stahl relativ gut rein mit der Trennscheibe.
Und damit ist hier die Hälfte von dem großen Loch schon offen. Und nachdem ich für ordentliche Schutzkleidung gesorgt habe, machen wir das dann hier einfach gleich noch fertig.